Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Cobra 11. Ich muss euch leider sagen, dass ich einen Fail gemacht habe, wegen, wie ihr seht, ist hier schon die Standesschau und die letzten Missionen sind schon gemacht. Sorry. Deswegen werden wir die werde ich diesmal nicht machen und die machen. Oder doch, die werde ich auch noch mal gucken. Jetzt beginnen wir mal hier mit Legator. Ist eigentlich kein Ding, das nochmal neu zu machen. Bloß ich werde es diesmal nicht in einer Stunde machen, weil es sonst scheiße ist. Dann kann ich wieder nicht schneiden. Irgendwie schwinden unter mein Schnelle-Programm, deswegen werde ich es jetzt nochmal neu aufnehmen. Die alte Aufnahme habe ich jetzt auch gelöscht, weil die zu viel Speicherplatz nimmt. Das wären dann die 70 MB oder so, und ich habe kaum 70 MB, 70 Gigabyte oder mehr. So, ich habe mal kurz was getrunken und dann geht es auch schon gleich los, hoffe ich zumindest. Analyse, Hoppchen. Hüp, Wir Maschine, übernehmen das. geht doch. Beeilt euch, Sie fahren gleich los. Ah, das ist einmal hier das mit der Kolonne. Da müssen wir zu diesen einen Auto fahren, die Limousine begleiten und dann zwei Autos abknallen oder drei. Nee, einen abdrängen, einen abschießen und einen kaputt machen. Ja, dass jetzt hier nicht die richtige Mission kam, das kam dadurch, weil ich ja die schon gemacht habe, deswegen. Ich hoffe, das stört euch nicht, wegen ich wollte euch trotzdem diese Parts noch zeigen. Und das sind die letzten Missionen. So, jetzt geht's los. Und schon geht's los. Jetzt müssen wir hier Limbo herfahren und gleich irgendwann kommen dann die feindlichen Autos. Und ich habe mir auch extra den Alligator genommen, weil der am besten crashen kann, also drehen kann. Weil das ein Monster ist. Ich wusste gar nicht, dass die Polizei so eine Autos hat. So eine Geländetouris. Die sahen die ganz nice aus. Würde ich auch in Real Life gerne fahren. Könnte ein BMW sein. Laut dem Verschnitt. Wie es aussieht. Ja. So, da vorne kommen schon gleich die Autos. Da sieht man sie schon auf der Karte oder auf dem Radar. Und da hört man sie auch schon. Da hinten kommen sie. Oh, nicht schon wieder. Kann in diesen Tagen nicht mal irgendwas reibungslos Och ablaufen? nein. Die greifen gleich mit drei Fahrzeugen an. Versuchen wir es mit Ausbremsen. So, den ersten haben wir. Verdammt nochmal, die sind ein bisschen zu hartnäckig. Den nächsten schießen wir besser gleich die Reifen platt. Bitte dafür. Jetzt müssen wir aber erstmal rankommen da oben. Schießerei auf Autobahn. Brauchen wir unbedingt Verstärkung. Nein, Spaß. Der Scheiß. Ich treffe natürlich jeden Schuss. Ach du mich auch. Hast du noch Munition? Alles verballert! Dann müssen wir den letzten Schrott reif fahren. Wird die Chefin aber freuen, wieder ein Dienstwagen im Eimer. Ich hoffe, ich hab den gleich. So, einmal dagegen gerammt. So, dann machen wir es mal so. Die Limo hat jetzt auch erstmal einen Vorsprung. Mal hinten reingefahren. Komm. Lass dich nicht vorbei, du Scheißkarre. Komm, Limbo, fahr zu. Du musst es schaffen. Ja, Mikro ist auch an, sonst hätte ich wieder umsonst gelabert. Drei Kreuzchen am frühen Wow. Morgen. Na, der Tag fängt schon wieder gut an. Das war nicht geplant. Aber egal. Ja, Fall abgeschlossen, kann ja nichts mehr gehen. Dann nur noch das hier, das Rennen. Ja, da haben wir den Schlittenwagen, egal. Wir noch gleich mit Formel 1 fahren hinfahren können. Loslade. Hüp, Machin du.
Eine Lüfte, Maschine, du. Maschine, du. Mach, mach. Na los. Mann. Sag mal. Laden. Dieses scheiß Internet oder scheiß PC, was auch immer. Scheiß Aufnahme. So. Da, das Rennen, wir brauchen nicht mehr hinfahren. Wir haben unseren schicken Wagen. Müssen 4 Runden überstehen. Nächster. Bleib da. Ben, du kleiner Rabaupadun. Boah, Ben. Der Start läuft doch nicht so gut wie in der letzten Aufnahme. Da war ich jetzt schon Erster. Zweiter. Wir machen es jetzt so. Next. Und Letzter. Geil. Was ist denn jetzt los, ey? Nächster, du. Jetzt wirst du es echt, unseren Platz wieder erarbeiten hier. Weg da. So, jetzt haben wir ihn. Etwas unfair erkämpft, aber mir egal. Erster Platz muss er hier also. Warum 4 Runden? Das dauert doch so eine Ewigkeit. Jose. Zu viel Gas. Ab auf die Zielgerade. Das ist scheiße langweilig, weil ich das schon gemacht habe, deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt so labern soll. Aber ist mir egal. Wir werden es mal ausprobieren. Eine Bestzeit von 1,36. Werden wir sicherlich noch toppen. Weil ich jetzt auch kein Gedränge mehr habe. Einmal hier rumlüften. Nochmal richtig auf Gas treten hier auf der Geraden. Bisschen von Gas geben. Hier mal rum. Bin ich mal gespannt, ob unsere Topzeit Zeit toppen können. Müssen wir, wie ich rase hier. Ey. Aha, Fliege, verzieh dich. Einmal hier rum. Ja klar, für so ist etwas Slow-Mo, ist klar. Nur weil wir so einen geilen Lift haben, hingelegt haben. Oder was? Dankeschön. Und den habe ich jetzt extra nicht übersprungen, weil das sicherlich geil aussah. So, was? 1,36 war die Zopfzeit, oder? Ja. Die packen wir. Sogar besser als ein unter 1,30. Komm, das schaffen wir. Und jo, unter 1,30. Boah, 300 Sachen, Alter. Kann was. Deswegen liebe ich diese Karre hier auch. Die kann so schön rasen. Da wollte ich eigentlich nicht ran. Vorletzte Runde. Schade dafür. Doch, cool. Slow-Mo. War zwar nicht perfekter Drift, aber man kann ihn nehmen. Und ich drücke nur leicht auf die Bremse, ja, und schon kriege ich so einen Drift hin.
Schade, hier leider diesmal nicht, Manu. Wir lüften uns voran. Hallo Wand. Schnell wieder ankommen, ey. Ich hab Langeweile, ich weiß. Wenn man gerade vom Arzt wiederkommt, hat man halt Langeweile. Wie ihr sicherlich wisst. Mal sehen, vielleicht gleich noch eine Euro aufnehmen, mal gucken, wie ich Lust habe. Und dann keinen Plan. Oder nochmal COD aufnehmen. Hm. Geiler Draft. Hust, hust. Entschuldigung. Mann. Ich mache auch gerade nur noch Fehler. Nö, ich lasse euch nicht vorbei. Könnt ihr abhaben. Oder doch? Bitteschön. Nö, kostet. Toll, ich hoffe, ich krieg sie noch. So, zack. Einmal unsere Abkürzung geschafft. Zwar eng, aber geschafft. Und dann haben wir es soweit bald. Und zack. Na, sieh mir, was meinst du? Wir haben uns gut geschlagen, oder? Jo. Wenn man schon nach ein paar Tagen Mitgliedschaft das Clubturnier gewinnt, ich würde sagen, ja. Dann lassen wir uns heute Abend im Club aber ordentlich feiern, okay? Wenn uns der Job nicht in die Quere kommt. Das haut schon hin. Wo ist denn eigentlich mein Wagen? Steht neben dir. Nein, ich meine mein Schnäppchen bei dem Duell gegen den schrägen Typen. Dein Wagen ist abgereist. Mike, hast du was gesehen? Die beiden Typen hatten einen Schlüssel für den Wagen. Haben im Kofferraum etwas gesucht. Da muss ihnen was aufgefallen sein. Ich vermute, sie haben die Verkabelung entdeckt. Dann waren sie plötzlich etwas aufgeregt und hektisch, sind in den Wagen gestiegen und abgehauen. War es direkt vor dem Rennen? Sind sie deshalb nicht mitgefahren? Ja, da waren sie schon weg. So ein Mist. Das war's dann wohl. Dumm gelaufen. Das ist doch, Mensch, ich könnte gerade... Verdammt nochmal, die ganze Arbeit hier völlig umsonst. Karre weg, Typen weg und Wanzen entdeckt. Ganze Arbeit war für die Katz. Naja, das passiert schon mal. Nein, sowas darf nicht passieren. Gott, sehen wir hier richtig mal nicht auf. Ja, ich werde jetzt einen kurzen Cut machen. Also eher gesagt, Aufnahme beenden und dann nehme ich nochmal auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin der Marcel P07 und ich bin jetzt raus. Ciao.